ein Schaltpult mal anders. Ein Schaltpult, was schmal ist, was klein ist, was dezent ist, was kaum auffallen soll. Wie ich das gemacht habe, das möchte ich dir heute natürlich gerne zeigen. Und damit recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem AquaPainter aka Uli. Und zwar zum Video Nummer 91. Ja, ein ganz besonderes Schaltpult, Schalterinnovation. Nein, ich habe nicht alles neu erfunden. Keine Sorge oder auch kein Aufschrei. Ich habe natürlich nur im Rahmen meiner Bedingungen oder meiner Möglichkeiten, nicht Bedingungen, Möglichkeiten gearbeitet und habe mir natürlich was entworfen, womit ich mein Schaltpult, was natürlich nur für das Modul ist, das heißt, es ist nicht für die ganze Anlage, das ist nur für das Modul, was wir gebaut haben oder was ich gebaut habe und wie ich das da alles gemacht habe, was ich machen musste. Ich konnte nicht mit gekauften Teilen arbeiten, ich musste also mir alles selber ausdenken, aber haben auch viele von euch vielleicht schon gemacht. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im Video und ich freue mich auf euch. Recht herzlich willkommen zurück im Video und ich möchte auch gleich einsteigen und zwar erst einmal mit der erhobenen Zeigefinger. Erst einmal mit einer kurzen Übersicht über das Modul von unten. Das mache ich deswegen, damit man einfach mal sieht, was ich eigentlich erreichen will, was ich mit diesen Schalterchen machen möchte. Da oben sehen wir es übrigens. Und ja, damit man mal sieht, wie das eigentlich so alles aufgebaut ist. Nicht nur eigentlich, damit man sieht, wie es aufgebaut worden ist. Und zwar gehen wir mal ganz so Schritt für Schritt hier lang. Ich werde gar nicht zu den einzelnen Komponenten was sagen. Das ist alles selbsterklärend. Da gehe ich davon aus, wenn nicht, wie immer, Fragen in die Kommentare oder auch wieder. Ja, schickt mir eine E-Mail. Das habe ich ja schon letztes Mal gesagt. Das wurde sogar genutzt, dreimal sogar. Und genauso möchte ich heute weitermachen. Ich habe jetzt den Übersicht, ich habe hier alles nach Farben sortiert. Ihr seht die blauen Kabel, das sind meine Taster zum Beispiel. Damit werden die Signale und Weichen angesteuert. Dann habe ich hier rosa für 12-, ist ja eigentlich eine logische Farbe dafür. Und lila für plus. Aber man kann ja nicht alles in rot und schwarz machen. Man muss das ja natürlich alles ein bisschen sortieren. Hier sehen wir übrigens zwei Kabel, die natürlich jetzt nur da sind, solange ich da noch arbeite, bis das hier unten der grüne, die Leiste hier angeschlossen wurde. Da habe ich bis jetzt bloß einen Fahrstrom drüber gezogen. Der Rest noch nicht. Mittlerweile ist es fertig. Und hier oben sehen wir es, wie es angeschlossen ist. Und nur damit man mal ein bisschen die Zusammenhänge versteht, oder verstehen tut ihr die wahrscheinlich sowieso, aber damit man mal sieht, was ich hier gefriemelt und gebastelt habe. Und bevor wir einsteigen mit diesen innovativen Schaltern. Ja, ein bisschen übertrieben, Uli, ich weiß. Und ja, hier mein Kehrschleifenmodul, was ich da angeschlossen habe, beziehungsweise den Übergang mit den Federn, hatte ich euch ja im letzten Video gezeigt. Wenn nicht, ich verlinke es oben in der Ecke wieder. Und das mache ich übrigens immer, wenn ich irgendwas mal bringe, wenn ich Fenster einblende, wo ich dann ja reinschreibe aus dem Video, ich sage jetzt mal 84 oder was weiß ich, dann ist das immer noch mal oben in der Ecke verlinkt. Da kann man draufklicken und dann könnt ihr direkt zu dem Video springen, wenn ihr das wollt. Und dann wisst ihr, was ich meine, wenn mal sowas ist. Der Teil 1. Damit hatte ich ja in der letzten Woche aufgehört. Das heißt, ich hatte ja dieses Klebeband da unten geklebt, was ich so akribisch dann noch nachgerichtet habe. Übrigens zu sehen im Video Nummer 90, oben verlinkt. ja, jetzt habe ich Faden verloren durch den Käse. Entschuldigung. Und ja, jetzt habe ich erstmal angezeichnet, wo die Position seitlich gesehen der einzelnen Schalter sein soll. Das heißt, ich muss das ja irgendwo, ich kann ja kein Schaltbild da aufzeichnen, das funktioniert ja nicht, da ich ja ja nur die 2 cm Platz habe oder 2,5, ich weiß gar nicht, dieses Klebeband halt, diese Stärke dieses Klebebands, das ist mein Maß, das habe ich mir auserkoren auf der Rückseite, weil ihr müsst vorstellen, wenn ich jetzt das runterklappe, zuklappe, dann verschwindet der Teil, wo das Lineal gerade drauf liegt, hinter der Blende meines Schrankes sozusagen. Und oben ist es ja festgeklebt
Und da kann ich ja auch nichts machen. Also muss ich mich in diesen zweieinhalb vielleicht Zentimetern bewegen, um da irgendwas zu machen. Das Problem war, ich möchte ja, wenn ich vor der Anlage stehe, relativ einfach erkennen, welche Schalter für welche Weiche sind. Ich kann mich entsinnen, als Kind bei meiner Modellanlage, da hatte ich eine riesenlange Leiste unten drunter. Da war ein Haufen Schalter dran und oben war so ein kleines Fensterchen. Da hat man dann die Zahl reingeschrieben, ne, so eins bis wie auch immer Weichen man hatte. Und dann klebte auf der Anlage, hat mein Vater damals noch gemacht, klebte auf der Anlage immer so kleine aus Zahnstochern und so ein kleines Pappschild. Da stand dann drauf 1, 2, direkt neben der Weiche. Ja, super. Möchte ich heute natürlich nicht mehr haben. Also versuche ich das natürlich so zu machen, wie wir das gerade hier sehen, dass ich das zuordnen kann, wenn die Weiche, also wenn das der Schalter unterhalb der Weiche ist. Und ihr seht, ich habe das so gemacht, dass ich das so weit zuordnen kann, dass das Bild dieses Tasterhalters, dieses Schalterhalters, die Weiche nachbildet. Ich muss mal so ein bisschen im Hintergrund immer gucken jetzt hier, dass ich nicht wieder was ganz anderes erzähle, als ich gerade mache. Und ja, nun haben wir das gerade gesehen. Und hier zeichne ich das natürlich jetzt erstmal auf der Anlage an. Das heißt, ich mache mir erstmal die Gedanken darüber, wie könnte es aussehen, dass man das versteht, wenn ich vor der Anlage stehe und was schalten möchte. Ja, ich meine, ich werde das irgendwann aus dem FF können. Ich werde wissen, was wo ist. Und ja, nochmal zum Thema letzter Woche. Ich finde das viel intuitiver, wenn ich davor stehe. Schönen Grüße an Tom. Du bist ja der Digital-Schaltmeister am Rechner und wie auch immer. Ja, ich möchte das natürlich dann zuordnen können, wenn ich davor stehe und sage, alles klar, die Weiche, die ist so oder wie auch immer das gemacht worden ist. Ihr werdet es nachher sehen, wie das Ganze aussieht. Und diese Schablonen hier unten, die habe ich mir natürlich aus dem 3D-Drucker gedruckt. Das ist zwei verschiedene Materialien. Das Weiß hatte ich nur in diesem PTE da. Das war ein bisschen schwieriger. Und diese schwarzen Schlieren, die da drinnen sind, das ist einfach, ich habe die Temperatur zu heiß gehabt. Die kann zwar bis 240 Grad, wer sich ein bisschen mit 3D-Druck auskennt. Ich hatte sogar nur 210 Grad. Trotzdem war das ein bisschen verbrannt. Aber alles nicht weiter schlimm. Ich habe es sowieso grundiert. Ich habe es hellgrau gemacht. Ich wollte das gar nicht weiß haben. Also war es völlig egal. Und da habe ich mir dann überlegt, eigentlich sollten nur die schwarzen Teile an meiner Blende vorne dran. Und das fand ich ein bisschen unglücklich, muss ich sagen. Weil nur die schwarzen Teile, das wäre mir wieder zu wenig gewesen. Zu dezent. Geht sowas? Aber ja, zu dezent wäre mir das gewesen. Deswegen hatte ich mich für die etwas größeren noch entschieden. Die habe ich mir dann nachgedruckt. Die haben dann noch so einen Rahmen von 1,5 oder 2 mm ringsrum. Also wie man das dann so sieht jetzt hier. Und damit das so ein bisschen Kontrast bildet, oder wenn man das da drauf macht, damit das ein bisschen kontrastreicher alles zu sehen ist. Und die Löcher habe ich natürlich so gemacht, logischerweise, alles andere wäre ja Quatsch gewesen, dass die Taster reingeschraubt werden können. Ja, also in dieses PTE und PLA Material schön reingeschraubt werden können, dass das hält. Und dann habe ich von der Rückseite die Mutter, die eigentlich von oben drauf kommt, die ich nicht sehen will. Das ist mir zu viel Silberkram oben drauf. Das wollte ich nicht. Ich wollte so dezent wie möglich den Taster vorne haben. Die Mutter konnte ich mit einem Tropfen Sekundenkleber sogar von hinten noch ein bisschen fixieren, so dass man das wirklich jetzt schön rein und rausschrauben kann. Bei den LEDs, die wir jetzt gerade im Hintergrund sehen, das habe ich ja auch im Video 90 schon gesagt, da habe ich ja jetzt diese sogenannten Dual LEDs. Das ist keine neue Erfindung, ist mir klar. Ich habe es mir nur ausgewählt, weil oftmals sehe ich es, wenn Schaltpulte gebaut werden, dann ist da eine rote, eine gelbe meinetwegen für Vorsignale und eine grüne LED, damit ich dann sehe, was ich da schalten will. Wie man das so macht, ne? Und das war mir zu viel. Also wenn ich auf dieses kleine Teilchen auch noch zwei LEDs hintereinander angebracht hätte, dann wären mir das eindeutig zu viel gewesen, da wäre das optisch zu aufdringlich gewesen. Und deswegen habe ich das so gemacht. Ich hatte sogar erst überlegt, ob ich mir Taster besorge, die eine LED schon drin haben. Das heißt, wo ich dann eine leuchtende Tastfläche habe. Aber das fand ich dann doch ein bisschen zu übertrieben. Das wäre ein kleines Vermögen gewesen. Ich habe hier 200 Taster liegen von diesen weißen da. Ich will also auch keine farbigen Taster haben. Von diesen weißen habe ich 200 und Stück da liegen. Und
Ja, das wär nicht. Also Kirche im Dorf, ne, habe ich schon mal geschrieben. Also ein bisschen Sinn soll das alles noch behalten. Ja, und dann kommt das hier vorne, wie ich es da angezeichnet habe, auf die Blende drauf, habe die Löcher, was man da so ein bisschen unsauber noch sieht. Das habe ich dann ganz fein mit dem Bastelmesser, das zeige ich jetzt hier nicht, noch ausgeschnitten, so dass der Selbstbautaster da schön perfekt da reinpasst und dass das eben ja ein stimmiges Bild zum Schluss ergibt. Und wenn das dann noch so ein kleines bisschen, wenn man da drücken kann, der wälzt sich hinten hoch, ihr werdet nachher sehen, das werde ich nachher noch festschrauben. Das ist auch kaum zu sehen zum Schluss. Hier sehen wir es von der Rückseite. Ich habe das Bild mal wieder abgedunkelt, damit man das ein bisschen besser sieht da oben. Und das ist jetzt nur, damit man mal weiß von hinten, wo ungefähr das sitzt und wie wenig Platz das im Grunde genommen ist. Und ja, jetzt zeige ich hier lediglich nochmal, wie ich die Tasterkabel anschließe. Ich habe das wieder mit Lüsterklemmen in dem Fall gemacht. Da kommen dann diese Aber-Endhülsen drüber. Ich nehme ja immer die ohne diesen Plastikteil dran. Ich habe wirklich bloß diese blanken Aber-Endhülsen. Da klemme ich die dann 1-2 übereinander, wie das so reinpasst. Da habe ich verschiedene Größen. Und ja, wie gesagt, das ist nur ein ganz kurzer Exkurs jetzt hier. Ich zeige euch nicht, wie ich die ganze Platte gebaut habe. Habe ich ja letztes Mal auch noch nicht gemacht. Sondern lediglich, dass man mal ein kleines Bild davon bekommt, wie das Ganze ausschaut. Hier habe ich mir jetzt Gedanken gemacht. Ich musste ja viele, ich fand das übrigens sehr toll, wie viele noch geschrieben haben, dass sie das super kennen, was ich hier gemacht habe, ja. Und wie ich das jetzt auf eine Platine unterbringe, dass ich zum Beispiel auch nur einen Plus oben links brauche, der dann alle anderen mitversorgt. Also ein bisschen sinnvoll, die ganze Platine da zu gestalten. Hier sehen wir, sieht wie immer abenteuerlich aus bei mir. Aber ja, durch die Drähte ist das kaum anders machbar. Ich fange jetzt nicht an, Platinen zu ätzen für diesen bisschen Kram da. Deswegen ist das für mich die erste Wahl gewesen, Lochrasterplatinen zu nehmen und das festzumachen. Hier sehen wir schon, wie es angebaut ist. Ich habe euch natürlich immer nur stellvertretend eingezeigt, ein Schalter. Ich wollte euch nicht alle nacheinander zeigen, das wäre langweilig gewesen. Hier schraube ich es noch fest, genau da in diesen Schenkel da, in diese Achse rein. Und damit es ein bisschen dezent bleibt. Und damit hält das. Eigentlich wollte ich sie kleben, aber da habe ich mir gesagt, Mensch Uli, was ist, wenn du mal irgendwann was verändern willst, wenn da was kaputt ist, dann fängst du an, alles abzureißen und ach komm, da mache ich da eine kleine Schraube rein. Ihr seht, ich habe sie schwarz gemalt. Wer nicht weiß, dass sie da ist, wie immer, der wird sie kaum sehen oder gar nicht sehen, wenn er es nicht weiß. Und jetzt hat man das schön gesehen, wie tief das vorne eintaucht. Und jetzt mache ich erstmal das Klebeband ab. Die oberen und unteren hatte ich ja nur dran gelassen, damit ich dann auch wirklich das gerade ranarbeiten kann. Und ich finde, das ist eine sehr dezente Sache geworden. Also mir gefällt es wirklich richtig gut, wenn ich mir das hier hinter mir auf der Anlage angucke. Und jetzt sieht man dem, ich hätte vielleicht noch einen Zentimeter tiefer gehen können, aber wofür? Ja, hier ist jetzt mal ein Bildchen, da sehen wir, wie das alles schön leuchtet. Und ich finde auch, dass diese Dual-LEDs ein wunderschönes Bild abgeben. In meinem Hauptschaltpult, was noch kommt, was in der Schublade unten reinkommt, die da unten drunter noch ist, da habe ich andere LEDs, da habe ich dann die Anode in. Das habe ich vorhin schon mal geschrieben, das brauchen wir jetzt hier gar nicht weiter auszurollen. Das werde ich machen, wenn es mal soweit ist, weil ich das ein bisschen anders mache. Da brauche ich auch andere Widerstände. Da habe ich mir jetzt 10K Widerstände bestellt, damit die wirklich die Farben nahezu ähnlich oder identisch sind. Jetzt sehen wir übrigens den Read-Test nochmal. Ihr habt gesehen, unterhalb oder kurz vor dem Signal ist der Read-Kontakt, sodass ich mit der Lok jetzt und zack, bums, jetzt, sodass ich dann über ein rotes Signal fahren kann, was sich automatisch grün stellt, wenn ich halt gepennt habe, ohne dass mir alles immer gleich entgleist. Ich meine, so rum mag das gehen. Die Weichenzungen drücken sich bis zum gewissen Grad weg. Aber wenn man jetzt im Schiebebetrieb ist und man hat einen leichten Hänger, dann hoppelt der schon raus auf solchen Weichen. Ja, also ich wäre auch unter die Hänger. Ich habe ganz, ganz kleine Magnete. Da habe ich die nicht sogar hier zur Hand gerade. Ja, hier sind sie. Das sind so ganz kleine Neodym-Magnetchen. Das ist jetzt hier mehrere. Ach, wird man jetzt hier gar nicht richtig sehen. Die kommen also unter alle Waggons drunter. Unter jeden Hänger kommt das drunter. Ich will doch mal vorher ausprobieren, ob vielleicht sogar meine stromführenden Magnetkupplungen das schon schalten können. Ich weiß es aber nicht, weil die sind sehr, sehr klein. Und so, dass eben auch im Schiebebetrieb die Hänger das ja schön schalten können. Bei Bedarf, beim Rückwärtsschieben. Und ich habe es halt verschlafen oder sowas. Weil es muss nicht immer alles umkippen. Ich werde alles altern, ich werde alles schön bemalen. Und dann kippen mir ständig weit die Waggons um und dann zerkratzt das. Und ist ärgerlich. Entschuldigung, das muss ja auch nicht sein. Ja, jetzt sehen wir noch mal ganz kurz die Funktionsprobe. Das ist, wer sich erinnert, ist das aus dem Video 90 das Intro gewesen. Da habe ich es in schwarz-weiß gemacht. Und das ist genau das, was wir jetzt gerade sehen. Also hier sehen wir, dass ich das
wie das aus, wie es geschaltet wird. Das ist vielleicht für die mal interessant, die immer sagen, Mensch, wie funktioniert das? Oder funktioniert das überhaupt mit diesen Holzleisten? Ja, funktioniert prächtig. Ganz toll. Kann ich nur weiterempfehlen. Und, Entschuldigung. Natürlich muss man immer da drücken, wo das rote Licht leuchtet, ne? Und eine ganz saubere Geschichte. Ganz einfach zu lösen, ganz einfach zu schalten. Man kann das wunderbar justieren und einstellen. Hat Spaß gemacht, damit zu arbeiten. Ja, und mit diesen Bildern würde ich sagen, verabschiede ich mich für die Woche. Dann sehen wir uns am nächsten Freitag 16 Uhr wieder. Ich weiß noch gar nicht, was ich da bringen werde. Ich habe so viele Sachen gerade im Anlaufen jetzt hier, aber ich möchte ja auch ein bisschen was mal fertigstellen. Und deswegen, na, wir gucken einfach mal. Ne? Dann würde ich sagen, macht's schön gut, bis zur nächsten Woche. Alles Gute, euer Uli, aka Aquapinter. Tschüss.